Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wildshade. Ich habe schon wieder getan. Ja, ich weiß, ich habe schon wieder ohne euch gezüchtet. Mea culpa. Aber da war gestern ein Pferd drin. So ein wunderschöner Dunkelfuchs. Und ich habe gedacht, ich muss mit dem jetzt einfach züchten. Hatte aber keine Zeit mehr aufzunehmen, weil es einfach schon ziemlich spät war. Und dabei rausgekommen ist Smoky Nero. Ist er nicht schön oder sie? Ich finde, irgendwie sieht das Pferd eher stutig aus. Ich finde die lange Mähne in der Farbe dazu wunderschön. Grundwert 518 könnte besser sein, aber gut. Ich zeige euch mal gerade noch die Standardhaarfarbe. Das wäre die hier gewesen. Quasi so Windfarben. Aber also die hier fand ich auch gut. Aber ich fand die hier, die fand ich richtig toll. Und jetzt gucken wir doch mal ganz kurz noch. Da sind ja schon wieder schicke Pferde drin. Habe ich noch Platz im Stall? Ich habe noch einen einzigen Platz. Vielleicht muss ich auch mal noch mehr Pferde abgeben. Das wäre eigentlich sinnvoll. Chili Topas. Obwohl momentan ist es eigentlich egal. Eigentlich ist es gerade wirklich egal, weil jetzt habe ich gerade keine Probleme mit Stallplätzen. Jetzt kann man sich ja eh noch das Geld kostenlos holen. Spannend wird es dann halt, wie gesagt, am 25., wenn das Spiel rauskommt, für diejenigen, die es interessiert, für Android und iOS. Lady Bird Lutter, wunderschönes Pferd, würde ich vielleicht züchten wollen mit Dreamfly, weil das gibt dann natürlich wieder interessante Werte. Was haben wir sonst noch? Guck mal, auch wieder ein dunkelbrauner. Also ich würde dann auch eine interessante Kombination von den Werten her. Ich würde aber gerne mit Lady Bird Lutter züchten, weil das halt auch eine sehr, sehr interessante Farbe ist. So, gucken wir mal, was dabei rumkommt. Und yay, es hat funktioniert. Wir haben direkt dieses Pferd gezüchtet. 530, oh mein Gott, was eine krasse Zucht. Oh mein Gott. Das ist ja mega. Natürlich behalten wir ihn, natürlich behalten wir ihn. Was eine Frage, das ist ja mal richtig krass. Was eine Glückszucht. 535 wäre das Maximum gewesen, was wir hätten bekommen können. Und wir haben einfach 530 bekommen. Fast das Beste, was möglich ist. Richtig, richtig krass. Mega. Zeus Ei. Tja, Zeus finde ich ziemlich cool. Aber würde ich, glaube ich, jetzt hier so in der Kombination nicht nehmen. Tja, was würde zu Zeus passen? Thunder, ja, aber irgendwas mit Crow fände ich auch cool. Abyss Crow. Das klingt aber so extrem dunkel. Aber Abyss finde ich schon cool. Was könnten wir denn da noch nehmen? Abyss Galaxy? Ich bin nicht so der Fan von dem Namen, aber ganz ehrlich, wir brauchen uns jetzt hier nicht Ewigkeiten mit den Namen aufzuhalten. Das wird sowieso wieder alles zurückgesetzt. Von daher suche ich jetzt gerade mal noch ein hübsches Outfit aus. Mal gucken, was wir nehmen. Ob wir hier nochmal ein englisches Zaumzeug nehmen. Ich würde, glaube ich, ja, ich nehme ja die lange. Ich finde die lange Mähne so unfassbar hübsch. Das ist mein, ja. Ja, einfach nur ja. Die anderen Mähnenfarben, nee, da bleiben wir definitiv bei der Standardmähne. Die finde ich mega. So, dann lass uns doch direkt mal mit Abyss Galaxy und mit unserem neu gezüchteten Dunkelfuchs ein Rennen starten. Sind jetzt auch wieder neue Strecken drin. Die kennen wir alle schon, aber neu eben hier im Turnier. Wolkenbrücke, Kristallmin und Windmühlenhügel. Kristallmin haben ja diesen wunderschönen Soundtrack.
Ich würde aber sagen, wir fangen trotzdem bei der Wolkenbrücke an. Und die Wolkenbrücke, die reite ich mit Smoky Nero. Und ich finde diese Farbe, es ist ja eigentlich eine total schlichte Farbe, aber ich finde die unfassbar hübsch in diesem Spiel. Unfassbar hübsch. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr schon Favoriten habt. Wenn ich das irgendwie noch hinbekomme, diese Folge, ich denke, das kriegen wir noch hin. Dann muss ich euch mein Pferd zeigen, was im Battle Pass drin, also im Season Pass drin ist. Und das ist, also es ist ab Level 72. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich es euch auch schon mal gezeigt, aber 72, das kriege ich eh nicht mehr auf die Kette. Das kriege ich eh nicht mehr auf die Kette, aber ich finde es einfach so wunderschön. Es sind ja auch einige Farben noch nicht drin. Unter anderem eine meiner absoluten Lieblingsfellfarben. Der Palomino ist momentan noch nicht verfügbar. So, den Wind, den schmeiße ich mal weg, den will ich hier nicht. Der sollte ja reinkommen, da gab es aber wohl noch irgendwelche Probleme. Hatte ich, glaube ich, letztens schon mal erzählt. Und ja, da freue ich mich auch drauf, wenn der dann reinkommt. Definitiv. Aber guck mal, ich finde, das ist eine wunderschöne Farbe. Guck mal, der hinter mir hat die Farbe auch. Genau so, auch mit der Mähne. Ich habe das nämlich schon ganz oft bei anderen gesehen. Und deswegen habe ich dann gestern gedacht, ich muss jetzt unbedingt züchten. Ich muss mit diesem dunklen Pferd züchten, denn das brauche ich unbedingt in meinem Leben. So einen wunderschönen, wunderschönen Kohlfuchs. So ein Braunton, den hätte ich gerne auch mal noch in Alicia Online. Neue Fellfarben können da ja durchaus noch reinkommen, nur wohl nie neue Strecken. Weil es ja eben nicht mehr vom Entwickler entwickelt wird, sondern nur noch ein Fanprojekt ist. Es gibt da ja auch Pikachu. Es gibt da ja auch dunkle Füchse. So ist ja nicht. Aber dieses diesen Ton, dass du einfach meinst, also das ist so. So glänzig ist einfach. Und dann aber ohne Deppels, ohne Suti. Ich finde das. Ich finde es total toll. Und ich bin ein Pferd mal geritten. Das kam diesem auch so von der. Von den Proportionen sehr, sehr nahe. Ein Oldenburger war das. Ein Oldenburger Wallach namens Donald. Der stand in dem ersten Stall, wo ich angefangen habe zu reiten. Und der war bildhübsch. Der war bildhübsch. Das war das erste dunkelbraune Pferd, wo ich mich rein verliebt habe, so ein bisschen. Ach schade, zweiter Platz. Da ist noch jemand an uns vorbeigezischt. Kurz vorm Ziel. Nee, und ich fand das so wunderschön. Und daran hat mich das Pferd irgendwie so ein bisschen erinnert. Und deswegen dachte ich mir, den muss ich unbedingt haben. So, also. War doch ein gutes Rennen. War ein bisschen Pech zum Schluss, aber macht ja nichts. So, direkt ein Level up. Beschleunigung leider momentan nicht so gut. Tempo ist miserabel. Tja, Tempo und Beschleunigung finde ich so für mich persönlich sehr angenehme, wichtige Werte. Ich würde jetzt aber gar nicht momentan sagen, nach aktuellem Gesichtspunkt, dass es so den super wichtigen Wert gibt. Ich glaube, das geht auch so ein bisschen nach Gefühl eher. Aber ne, je höher die Werte, desto besser natürlich. Ach ja, mit 24 kriegen wir, glaube ich, auch unser erstes Stufe 2 Pferd. Ist dann noch besser. Dann hier diesen super schönen knallig braunen Fuchs auf 30. Dann haben wir hier auch so ein etwas dunkler Braun auf 37 mit der geflochtenen Mähne. Den finde ich auch total toll. Ein richtiger Rappe mit diesem riesengroßen, ja schon fast Calf-Face auf 43. Dann haben wir hier diesen schönen Grullo mit dem weißen Fleck auf dem blauen Auge und der geflochtenen Mähne auf 50. Und ich glaube, das nächste Pferd ist dann schon das, was ich euch zeigen wollte. Ja. Schade, dass man sich die nicht angucken kann. Dieser wunderschöne Palomino Splash White auf Level 70. Da freue ich mich drauf, wenn wir solche Pferde dann auch mal in-game sehen. Die geflochtene Mähne schalten wir erst mit 74 frei, so wie es aussieht. Da habe ich mich noch gar nicht weiter mit beschäftigt.
Ja, mal noch, ja, ist auch so ein bisschen cremig. Weiß ich nicht, was da drin hängt. Mit einem weißen Ohr ab 90. Die wunderschöne Satteldecke mit 94. Und dann geht's bis Level 100. Also, ich weiß nicht, wie lange so eine Season immer gehen wird später, wenn die, wenn das Spiel dann mal fertig draußen ist. Keine Ahnung. Also mich würde mal interessieren, wie krass man suchten muss, um wirklich in diesem Season Pass Level 100 zu erreichen. Ich meine, ich habe am Anfang ziemlich krass reingesuchtet, im Moment fehlt mir so ein bisschen die Zeit und ich bin jetzt gerade knapp vor 24. Es geht aber auch schon viel, viel weiter. Wie gesagt, mir fehlte auch so ein bisschen die Zeit zum Suchten. Deswegen hoffe ich, dass auch Leute, die nicht ganz so viel Zeit haben, die Möglichkeit haben, ich kann verstehen, dass Leute, die sich wirklich richtig reinhängen und viel Zeit daran investieren, sagen, nee, ich fände es jetzt irgendwie nicht so gut, wenn die Casual Gamer ziemlich easy Level 100 erreichen könnten. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich finde, das sollte auch so eine gewisse Herausforderung bleiben. Aber ich finde, es muss so ein bisschen so einen Mittelweg finden. Ich finde auch, dass es nicht so viel oder so lange dauern darf, dass man die Leute halt wirklich jeden Tag 2-3 Stunden oder dass man gezwungen ist, jeden Tag eine Stunde in das Spiel zu investieren. Das finde ich auch schon recht viel, wenn man wirklich sagt, das muss man jeden Tag bringen. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, was ihr dazu sagt, was ihr euch da erhofft. Und schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch Smoky Nero gefällt. Ich finde, es ist eines eigentlich der schlichteren Pferde, aber ich finde, es ist auch eines der wunderschönsten Pferde in meinem Stall. Ich bin verliebt. Gut. Das war's dann aber auch für heute. Beim nächsten Mal, da reiten wir dann mit unserem neuen Schönling, der auf 530er Basiswert direkt startet und damit mein bestes Pferd momentan im Stall ist. Und ich denke, dann werden wir auch, das nächste Pferd auf 24 freischalten. Das heißt, die nächste Folge morgen wird nochmal richtig, richtig spannend. Auf gar keinen Fall verpassen, einzuschalten. Und damit ihr das nicht verpasst, am besten abonnieren und Glocke aktivieren. Ha! Perfekter Abmod. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.